Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 17 The Journey. Wir sind immer noch beim Sichtungslehrgang der zweiten Version. Also wir müssen das Ganze nochmal machen. Wir haben es leider im letzten Part nicht geschafft, unter die ersten 10 zu kommen, was ja das Ziel ist oder was die Bedingung ist, um weitermachen zu können. Ansonsten müssen wir diesen Sichtungslehrgang so lange machen, bis wir unter die ersten 10 kommen, damit wir einen Profivertrag bekommen können. Und ich versuche wirklich diesen Part das wirklich zu schaffen, weil ich möchte mich hier nicht drei Parts lang aufhalten. Deswegen, ich hoffe trotzdem, euch gefällt wieder dieses Video. Wenn es dem so ist, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Like bewertet und weiterhin aktiv mit dabei seid. Und meinen Kanal vielleicht auch abonniert, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf diese Spiele hier. Zunächst natürlich wieder ein Spiel 11 gegen 11. Die, die einen Vertrag haben wollen, gegen die, die einen Vertrag schon haben. Und dann bin ich mal gespannt. So, wir sind natürlich immer noch auf dem Flügel einsetzbar. Aber vielleicht jetzt mit unserer ersten Chance. Nein, aber trotzdem eine 5,9. Wir kommen auch nicht in den Zweikampf rein. Das ist echt schwierig. Die stellen, egal wo du spielst, sie stellen dich ganz stark zu. Oh, Fehlpass, aber haben wir nochmal ausgebügelt. So, jetzt vielleicht mal ein Doppelpass. Walker kann mal einen Schuss wagen. Walker, ja, wenigstens mal einen Schuss. Aber es gibt leider keine Punkte für uns. Wir müssen leider auf uns auch ein bisschen achten. Klar, wir müssen fürs Team spielen und so weiter und so fort. Aber wichtig ist auch, dass wir an uns denken, an unsere eigene Person. Wir wollen ja auch irgendwo weiterkommen. Kopfball haben wir leider nicht gewonnen. Ich denke mal, das wird 0-0 ausgehen. Aber wir haben eine 6,6 bekommen. Für was denn? So, jetzt nochmal ein Pass. Oh, jetzt habe ich nochmal einen Pass durch die Schnittstelle gespielt. Aber okay, hat leider nicht ganz sollen sein. Wir haben eine 6,6 und sind somit nach dem 11 gegen 11 Spiel. So, das kennen wir ja schon. Du hast recht. Genau, mehr konzentrieren. Jetzt kommen nämlich die Skillspiele. Da müssen wir halt die Punkte holen auf jeden Fall. Wir sind dritter Platz hinter Murdoch und Ashley Edwards. Unser Freund Gareth Walker ist gerade noch so auf dem 10. Platz. Also wir müssen zusehen, dass wir, wie gesagt, unter den ersten 10 bleiben, damit wir eine Chance haben. So, Abschluss, Kurzdistanz. Ah, okay. Es gibt dann immer andere Übungen, ne? Also im letzten Part hatten wir noch ein paar andere Übungen. So, aber das sieht doch jetzt gut aus. Hier aus der Kurzdistanz, schön oben rein. So, zack, Latte-Tor. Das gibt nochmal ein paar Zusatzpunkte gegen die Latte. Unten durch, schön gemacht. Also das ist ja hier nicht so schwer, dieses Skillspiel. So ein bisschen erhöht, in Winkel reingezimmert. Bonuspunkte gibt es ebenfalls noch dazu. 9.343 Punkte, bringt uns auf den ersten Platz erstmal. Ganz knapp vor unserem Kumpel Walker. Also da haben wir wirklich diesmal zugelegt. Sehr schön. Jetzt hoffe ich auch, dass das bei den anderen Skillspielen natürlich so funktioniert. Oh, wieder der Typ. Das ist unser stärkster Konkurrent. Ich weiß leider nicht mehr, wer er heißt. Auf jeden Fall ist er ein richtig großer Kotzbrocken. Ich schweige aber. Schweigen ist... Nee, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ne, so war das doch. Wieso hässlich? Ich möchte aber kein Arschgesicht haben, so wie du. Hätte ich jetzt in echt wahrscheinlich gesagt. So, wir sind unter den ersten 10. Wir sind auf dem ersten Platz. Wir stehen ganz rechts. Sehr schön. Oh, enge Ballführung ist jetzt hier angesagt. Okay. Auf geht's. Wir müssen versuchen, in dem Feld zu bleiben natürlich. So, haben wir hier einen Gegenspieler? Nee, wir haben einfach nur so ein Parcours. Okay, hier rum. Zack. Und ein bisschen ins Tempo reinkommen. Komm, ist auch ein bisschen Zeit. 36 Sekunden. Zack. Nein, darum. Hier will ich hin. So, zack. Darum. Hier rum, zack, das sieht doch gut aus. Oder? Sieht nicht gut aus. So, das habe ich doch mitgenommen hier. So, und ab geht's. Ab ins Tempo. So, knapp. So, einmal durch und dann einmal noch ins Tor rein. Haben wir doch gut gemacht. 17.500. Wir kriegen noch ein paar Bonuspunkte. Also, besser hätte ich es nicht machen können. Wir sind zwar auf dem zweiten Platz abgerutscht, aber das reicht mir ja. Ist ja egal, ob ich Erster bin oder nicht. Ich möchte auf jeden Fall nur unter die ersten 10 kommen. Das wäre mir ganz wichtig. Jetzt die Torvorlagen. Uiuiui. Spiele einen Steilpass zu deinem freien Mitspieler. Für erzielte Tore und abgeschlossene Pässe gibt es Punkte. Also, auf geht's. Wir müssen wahrscheinlich auf unseren Kumpel Gareth Walker, so wie es ausschaut. Ja, gut gemacht. Nochmal ein Pass nach oben. Aber wir dürfen auch selber schießen, oder? Dürfen wir auch selber schießen? Weiß ich gar nicht. So, hier durch. Walker mal mit einem Weitschuss. Ja, schöner Schuss. So, und komm, 30 Sekunden haben wir noch. Passt da oben hin. Abschluss. Oh, und schön gehalten. Aber das ist doch hier meine Übung. Das sieht doch gut aus. So, Walker. Komm, lauf doch mit, Hunter. Dann kriegst du den Ball. So, zack. Und einmal reingemacht. Sehr schön. Vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen Bonuszeit. Nochmal Walker. Den machen wir jetzt mal alleine rein. Walker, schönes Ding gemacht, Junge. Wir sind schon im grünen Bereich. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn wir im grünen Bereich sind. Walker noch einmal. Oh, schöner Schuss. Exzellent. Besser geht's gar nicht.
Da haben wir schön ein paar Punkte uns hier eingeheimst. Nochmal Hunter mit einem Schuss. Naja, war eher so ein Mittelding. Hunter nochmal und nochmal Walker mit einem Linksschuss. Aber war auch eine gute Übung. Erster Platz, es sieht alles gut aus. Ich habe nur ein bisschen Schiss vor dem 11 gegen 11 zum Schluss wieder, dass das nicht so hinhaut. Jetzt 2 gegen 3 Angriff. Das hatten wir ja im letzten Part schon, das müssen wir Ihnen jetzt nicht erklären lassen. Also 2 gegen 3, wir 2 Feldspieler gegen 2 Verteidiger und einen Keeper. Müssen wir so gut wie es geht halt versuchen, Tore zu machen. So, Hunter mal mit einem direkten Schuss, klasse, schön gemacht. Wir können den auch mal ruhig direkt nehmen. Oder wir spielen einfach mal ein paar Doppelpässe. So, Hunter, Walker, warum hat das im letzten Part nicht so gut geklappt? Warum funktioniert das jetzt erst? Verstehe ich nicht. Jo, Alter, Hunter. Schön strammer Schuss, können wir nochmal probieren. Schade. Aber das sieht gut aus, sehr schön. So, mal ein Doppelpass oder Walker. Nein, kriegt leider den Abschluss nicht hin. Das müssen wir hinten verteidigen, aufgepasst. So, und jetzt der Pass durch die Schnittstelle. Hunter, jawohl, schön gemacht. Jetzt haben wir auch einfach mal ein bisschen Glück. Vielleicht hatten wir im letzten Part einfach nicht so viel Glück. Wir sind wieder im dunkelgrünen Bereich, das sieht gut aus. Hunter nochmal. Das sieht wirklich sehr gut aus. Noch 4 Sekunden, ein Angriff vielleicht nochmal. Einen Schuss machen wir mal nochmal mit Hunter. Ja, schade. Aber okay, zweiter Platz reicht mir. Es reicht mir, wie gesagt, wenn wir unter den ersten 10 stehen. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. So, Stellungsspiel, Skill, Teamgeist, Teamwork, alles was dazu gehört. Ah, vielen Dank. Also, ich will konzentriert bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you, Mr. Baker. I've been working hard just trying to get ready for today. It shows, lad. Keep it up. Ich versuche mich immer so ein bisschen an die Realität zu halten, also so wie ich bin. Ich würde auch so ähnlich, sag ich mal, antworten. Ich bin auch eher so zurückhaltend und bewerte mich nicht so gerne hoch, so von wegen, oh ja, du bist der Geilste und so und hast du nicht gesehen. Deswegen, so, auf geht's ins letzte 11 gegen 11 und ich hoffe, dass wir dann unter den ersten 10 sind und dass es hoffentlich reicht. Ja, wie gesagt, für einen Scout oder dass uns ein Scout so gut findet, dass er uns sogar ein paar Angebote macht. Dafür haben wir jetzt nochmal 45 Minuten Zeit. So, und das machen wir jetzt besser als das erste Mal 11 gegen 11. So, komm, in der Mitte ist was frei. Hunter, lauft doch außen mit oder nicht? Nee, dann stecken wir einfach durch auf Walker. Schade, erster Schuss. Gar nicht schlecht gemacht. Vor dem 11 gegen 11. Jetzt sind wir ja schon mal unter den ersten 10. Hunter für den ersten... Ja! Erster Schuss, erstes Tor. Sehr schön. So habe ich mir das doch gewünscht. Hunter, Schuss und Tor. Das bringt uns auf jeden Fall mal nach oben ein paar Punkte, oder? Ach, es war ein Eigentor. Ach Gott, das wird als Eigentor gewertet, aber ich krieg trotzdem nicht so viele Punkte, weil es halt ein Eigentor war. Hat leider nicht geklappt. Und jetzt die anderen. Achtung, Ramsey. Oh, das könnte das 1-0 werden. Nein! Oh, der verzieht aber. Und der hat schon einen Vertrag. Was ist mit dem denn los? Wer hat den denn gescoutet? Verstehe ich nicht. So, weiter geht's. Über German. Den kriegen wir. Komm. 0 Minuten. So, jetzt ist die große Entscheidung. Und wir sind Dritter. Wir haben es also geschafft. Ich sage ja, wir sind nicht viele Plätze gesunken und gestiegen im letzten Part. Auch in diesem Part nicht. Wir haben es also geschafft. Wir sind unter den besten 3. Auf jeden Fall. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Glaube ich. So, wähle deinen Spielstil. Oh, übernimm das gesamte Team oder steuern nur Alex Hunter, um die Story noch intensiver zu erleben. Ja, das möchte ich ja. Weil mit Team spielen, da hätte ich auch einen Karrieremodus machen können. Deswegen, ich spiele nur mit Hunter und möchte das volle Spielerlebnis erleben. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that on display today. Some of you even look like you can play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Ah, unsere Mutter, unser Opa. Ja, ist doch ganz gut gelaufen. Dritter Platz. Also ich denke mal, wir können auf ein paar Angebote warten auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, für welches Team wir uns entscheiden. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, der Williams wird es ebenfalls schaffen. Aber wer weiß, vielleicht werden wir noch mal ein paar Kokoretten irgendwann später treffen. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's
been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials, got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short. It ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. Right. All right. Yeah. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Good tune. Jawohl. Das ist unsere große Chance. Also, wir haben den Sichtungslehrgang exzellent abgeschlossen. Die Nachrichten haben wir ja schon gelesen. Und ich würde sagen, machen wir noch weiter? Ich weiß nicht, wie ich den Part hier schneiden will. Ich mache einfach noch mal kurz weiter, mal gucken, was jetzt kommt. Wenn nicht, muss ich das halt ein bisschen schneiden oder es wird halt ein bisschen länger, der Part. Mein Gott, ist ja auch nicht schlimm, oder? So, hier sind wir wieder mit unseren coolen Sachen. Und unser Opa ist wieder da. Agency. Jim. You know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design. Well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Okay, schweigen, sicher doch, schön Sie zu sehen. Ich bleib mal ganz bodenständig, ist einfach schön Sie zu sehen. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man, you brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Oh je. Aber können wir nochmal? Nee, wir müssen uns in diesem Part leider noch entscheiden. Puh, also ich bin echt am Überlegen. Ich möchte natürlich auch zu einem Verein, der nicht ganz so, der nicht mitspielt um den Abstieg, aber wo ich auch die Möglichkeit habe zu spielen. Also ich denke mal zu den ganzen Spitzenvereinen, so wie Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, da würden zwar alle viel Geld verdienen, also überall, aber ich will ja auch spielen. Und ich denke mal, das Ziel eines Spielers ist es zu spielen, egal was hinterher auf dem Konto ist, du willst ja spielen. Irgendwie. Und deswegen würde ich schon nach einem Verein suchen, wo wir schon die Möglichkeit hätten zu spielen, wo wir auch gutes Geld verdienen. Zum Beispiel
Leicester City. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Oder auch bei West Ham zum Beispiel. Oder auch bei Burnley. Ganz spontan. Southampton, Sunderland. Das sind so alles Clubs, die ich mir vorstellen könnte. Ich gucke gerade mal. Wir können uns nämlich ein paar mehr Infos holen. Zum Beispiel über Leicester City. Dann würde uns der Typ nämlich ein bisschen was dazu erklären. Funny old game football. 12 months ago, Leicester were almost relegated. Now they're the defending Premier League champions. You can put that down to the incredible work of manager Claudio Ranieri and the amazing team spirit they have over there. Holding on to the title is going to be a tall order, but with the team in Europe and looking to build on last year's success, and with their squad hardly the biggest, you could have a great chance of breaking into the first team. Okay, also das wäre echt so eine Geschichte, die ich mir gut vorstellen könnte. Wir haben mit Leicester City bei FIFA 16 einen Karrieremodus gestartet, als Trainer sozusagen, und jetzt würden wir als Spieler wieder zurückkehren. Das wäre mal eine richtig geile Geschichte. Ich würde fast schon sagen, ohne dass ich mir jetzt die anderen Clubs hier anschaue, würde ich schon sagen, dass wir zu Leicester City gehen. Auf jeden Fall. Nicht nur, weil der Part gleich vorbei ist und ich mich entscheiden muss, weil ich glaube einfach bei den anderen Vereinen, es wäre zwar auch schön, aber ich denke mal, bei den großen Vereinen würden wir sowieso nicht spielen und ich möchte ja auch spielen. Und bei den kleinen Vereinen weiß ich nicht so genau. Also Leicester City ist, glaube ich, genau der richtige Verein für uns. Wir sehen mal rechts, Wochengehalt würden wir 6.400 Pfund verdienen, Pokalerfolg 15.500 Pfund, Vereinsziel, wenn wir das erreichen, 75.000 Pfund, für jedes erzielte Tor 250 Pfund und für jeden Startelf Einsatz nochmal 1.200 Pfund Boni. Das sind also die Boni. Wochengehalt haben wir eh sicher. Die Trainerwertungsziele, 7,5 für die Startelf, 6,5 als Auswechselspieler. Gegründet 1884, ein Titel letztes Jahr, King Power Stadium, das kennen wir in- und auswendig. Also würde ich sagen, wir gehen zu Leicester City. Das soll unser erster Verein sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Sehr schön. Die Welt wird erleben, was ein Hunter drauf hat. Auf mich wartet harte Arbeit oder du wirst stolz auf mich sein. Ja, entweder das oder das. Weil das ist ein bisschen zu arrogant. Also auf mich wartet harte Arbeit, würde ich sagen. This is just the beginning. A lot of hard work ahead. Richtig, so sieht's aus. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! This is brilliant! Das ist ja geil. Das heißt, wir spielen mit unserem Kumpel Gareth Walker in einem Club. Das ist ja echt mega geil. So, aber jetzt würde ich erstmal sagen, oder wir gucken jetzt erstmal nochmal in die Nachrichten rein. Wir haben ganz schön viele Nachrichten. Und zwar, Gareth Walker bereit für den Sichtungslehrgang. Du bekommst wohl ein Angebot, at Mr. Alexander. Na also, Wohltäter. Danny Williams, oh, der Typ, der uns gar nicht leiden kann. Dann Walker, ich und Alexander haben heute beim Sichtungslehrgang gezeigt, was Sache ist. Selbstbewusstsein ist alles, die Premier League kann kommen. Michael Taylor, großer Tag für meine Klienten, Mr. Alexander und Real Gas Walker. Sie haben Profiverträge bei Leicester unterschrieben. Wie geil ist das denn? So, jetzt steht es natürlich auch schon in den Nachrichten von Walton. Die Youngster, Hunter und Walker haben Profiverträge bei Leicester unterschrieben. Nachschub für die Ersatzbank. Ah, das ist fies. Wer weiß. Dann haben wir noch Alan Shearer. Großer ehemaliger englischer Fußballer. Leicester gibt Mr. Alexander und Walker Profiverträge. Wer kann in der Premier League zum Star werden? Ladyman unter anderem noch in die ganzen Nachrichten hier. So, also ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann starten wir im nächsten Part mal durch bei Leicester City und schauen uns das mal an. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao.